Das nach einer 3-0-Führung im ersten Spiel nach der Winterpause. Die sagen alle, nö. Rebic ist immer noch kein Zehner, meiner Meinung nach. Ja. Fußballerisch war es halt wirklich nicht gut. Das sind doch auch alles nur Menschen. Übrigens, dieses Büffelhelik, könnt ihr es noch hören? Nein! Ich kann es nicht hören! Gute, wir reden heute über das Spiel der Frankfurter Eintracht gegen den SC Freiburg. Dann schauen wir uns an, was auf dem Transfermarkt passiert. Und ein paar Kleinigkeiten gibt es natürlich auch noch. Also, bleibt dran. Gute und Grüße, liked, teilt, shared, abonniert Glocken, dies, das, Ananas, den Kanal, Fußball 2000. Pam. Oh, guck mal hier. Ah, gut. Herzlich willkommen bei Fußball 2000. Heute wieder aus einer anderen Location. Mit dabei natürlich der Marc, der Phil und Basti. Wo bist du eigentlich? Also. So. Fleißig am Gewinnen. Ah. Fleißig am Gewinnen hier. Gewonnen hat auch die Frankfurter Eintracht am Samstag gegen Freiburg. 3-1. Was sagt ihr, liebe Leute? Man kann, glaube ich, sagen, Leistung war schon mal besser, aber am Ende trotzdem 3-1 gewonnen. Das kann man jetzt gut interpretieren. Das reicht auch mittlerweile eine mittelprächtige Leistung für einen letztlich souveränen Sieg. Man kann aber auch sagen, fußballerisch war es halt wirklich nicht gut. Ja, aber ich bin ja auf der positiven Seite. Ich muss sagen, wenn du so ein Spiel mit so einer Leistung wirklich auch eigentlich hättest 6-1 gewinnen müssen, glaube ich. Ja, das also das sagt schon viel über die Eintracht aus, weil was würde denn passieren, wenn die Eintracht dann noch gut spielt? Dank. Dann schickt die Eintracht Freiburg dann zweistellig nach Hause. Und was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist in der Nachbetrachtung ist, Freiburg war gar nicht so schlecht, fand ich. Also ich fand schon, dass Freiburg das gut gemacht hat. Die waren eklig, wie im Hinspiel auch. Das waren zwei offene Spiele und die Eintracht hat aus diesen zwei offenen Spielen 6 Punkte geholt. Also das war schon mal schlimmer. Ich sehe es nicht ganz so positiv. Abgesehen von den 9 Minuten fand ich das ein ziemlich schwaches Spiel der Eintracht in vielerlei Hinsicht. Sie sind seit langer Zeit mal wieder weniger gelaufen als der Gegner und wesentlich weniger Zweikämpfe gewonnen. Und normalerweise, wenn du nur 44% Zweikämpfe gewinnst, hast du echt Probleme, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Also die 9 Minuten waren okay, aber ansonsten fand ich es nicht wirklich überzeugend. Irgendwie überzeugen wir es nicht. Bin ich nicht richtig reingekommen. Mit also, dem ich auch gedacht habe, Freiburg hat der Eintracht ja den hat so gespielt, dass die Eintracht hätte pressen können. Die haben immer versucht, den Ball hinten rumlaufen zu lassen und pressen gab es eigentlich gar nicht. Hat einmal, glaube ich, funktioniert, als da Costa rechts den Ball gewonnen hat. Aber ansonsten, das hat nicht funktioniert. Und ja, was beim halt Tor von Jovic hat es auch funktioniert. Das war ein krasser Fehler von Robin Koch. Ja, aber trotzdem, er stand zu recht. Aus dem Mittelfeld kommt einfach zu wenig, finde ich. Also der Rode hat okay gut gespielt, aber spielt nicht aus dem Mittelfeld nach vorne. Wenn die drei vorne den Ball haben, alles gut. Aber bis er da erstmal angekommen ist. Also das Pressing haben sie wirklich nicht konsequent durchgezogen. Das ist mir auch aufgefallen. Es gab Szenen, also ab der 70. habe ich wieder gemerkt, dass sie dann doch wieder näher dagegen dran gegangen sind, auch als das Gegentor gefallen sind. Ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen verunsichert, das hat man gemerkt. Was mir wirklich aufgefallen ist, ist schon krass, dass Freiburg, glaube ich, einfach wirklich viel mehr Chancen hatte. Zwar nicht gefährliche, aber Tormöglichkeiten. Hat, glaube ich, 21 Torversuche erzielt und die Eintracht, glaube ich, nur 9 Stück hatte. Aber diese 9, die waren ja alle gefährlich. Die haben 3 Tore draus gemacht und du hättest auch 3 weitere eigentlich machen müssen. Also ich fand's erst ein bisschen erstaunlich, dass Freiburg in der ersten halben Stunde im Prinzip gar nichts zugelassen hat, dass die Eintracht überhaupt nicht diese Wege in die Tiefe gemacht hat, kaum Geschwindigkeit im Spiel. Das war komplett statisch, die erste Hälfte. Dann hast du diese 9 Minuten halt gehabt, das eine Tor war geschenkt. Die Standardsituation, da hast du ein bisschen Dusel, weil die Flanke ist auch abgefälscht. Die einzig gute Aktion war wirklich die von Rebic vom 2-0. Ja. Und ansonsten hinten raus, selbst Gelson Fernandes hat hinterher gesagt, wenn Freiburg die zweite Bude macht, kriegen wir Probleme. Genau. Und das nach einer 3-0-Führung im ersten Spiel nach der Winterpause, wo du eigentlich denkst, da brennt nichts an. Ich fand sie auch körperlich nicht ganz so präsent diesmal. Ja, aber ich finde es trotzdem positiv, dass die Eintracht das auch so sieht. Also diese Interviews nach dem Spiel, die haben sich ja nicht hingestellt. Es gab Zeiten bei der Eintracht, da wäre so ein Spiel schön geredet worden. Ja. Sagt, ja, das muss man erstmal shoppen, Freiburg ist auch bla bla bla. Ja, er hat gesagt, es war nicht gut, wir haben trotzdem gewonnen. Also ich bin weit davon entfernt, mich darüber zu beschweren. Klar muss das besser werden, aber die scheinen es ja auch zu wissen. Es ist nicht jeder an sein Leistungsniveau gekommen, ich denke, das ist immer ganz klar. Aber trotzdem, du hast jetzt schon einzelne Spiele angesprochen. Ich finde zum Beispiel, dass Rode, der ja schon so lange nicht mehr im Profibereich, sag ich mal, auf dem Platz war, hat für mich eine echt ordentliche Partie gemacht, hat sich auch wirklich reingefuchst. Und das fand ich echt klasse. Ich bin erstaunlich, weil Rode das auch die Standards schießen durfte. Das nicht richtig gut funktioniert hat, fand ich. Ja, gut, für die anderen. Das ist genau das Ding. Aber das trotzdem hat er sich getraut. Freistoßschütze jetzt ist. Genau, und er hat sich total oft offensiv eingeschaltet. Ich fand, er war wesentlich präsenter als die anderen defensiven Mittelfeldspieler, die du sonst da siehst. Also er hat versucht, das 1-0 hat er auch mit vorbereitet. Das war eine ganz gute Aktion. War vielleicht ein bisschen Glück, aber er war präsent. Und er ist richtig gut in die Zweikämpfe auch gegangen. Ja. Richtig schön reingekriegt. Was ich finde, was du gesehen hast, dass ihm diese Zeit in München und Dortmund fußballerisch extrem gut getan hat. Der ist eine Klasse besser fußballerisch. Ja. Mit Einsatz und so finde ich überragend, dass der nach wie vor sich in die Zweikämpfe schmeißt, als wäre er nie verletzt gewesen. Das finde ich geil. Und die Tatsache, und das weiß jeder, der mal ansatzweise professionell Sport getrieben hat. Nein! Oh nein!
Also hier eigentlich nur Basti und ich. Also hier eigentlich nur Basti und ich. Wir beide wissen, Basti, wenn du anderthalb Jahre nicht auf Wettkampfniveau, wenn du nicht dieses Adrenalin hattest, bei einem Wettkampf wirklich dabei zu sein, wenn du von jetzt auf gleich von Beginn an dann wieder Bundesliga spielst und dann so eine Leistung, ich weiß nicht, überragend, aber die war okay, aber in Anbetracht der Tatsache, dass er so lange nicht diese Wettkampfkarte hatte, war es dann eben doch eine überragende Leistung. Das ist doch ganz klar. Also wir hätten ja auch nicht mehr erwarten können. Es gab ja, wir haben es ja, glaube ich, in der letzten Sendung sogar gesagt, dass er vielleicht sogar von Anfang an spielt. Das war der Fall. Da hat es echt gut gemacht. Ich hätte gedacht, dass er viel Fernandes spielt. Genau, und da kam Tommy zu dem Punkt. Und das kann vielleicht auch erklären, was Marvin von angesprochen hat, dass so dieses Spielerische aus dem Maschinenraum in der Zentrale komplett gefehlt hat. Ja. Also da brauchst du schon eigentlich einen Guzman oder einen Gacinovic. Hütter hat nach dem Spiel gesagt, wenn er mit den drei vorne spielt. Übrigens, dieses Büffelhelikopter, könnt ihr es noch hören? Nein. Ich kann es nicht hören. Deswegen sage ich irgendwie anders, bitte. Aber deswegen sage ich das hier auch nie, weil es mir schon seit Wochen jeder Zusammenfassung. Und einer von den Büffeln hat getroffen, noch einer von den Büffeln hat getroffen. Mann. Das ist furchtbar. Das ist so ein bisschen. Wir müssen was Neues ausdenken. Schreibt es in die Kommentare, wir brauchen eine neue Bezeichnung für die Büffel. Aber ganz ehrlich, das sind so typische Buzzwords, die du benutzt, wenn das irgendwann mal in der Presse so ein bisschen drin ist und so weiter. Haben wir das nicht sogar erfunden im Eintracht-Podcast? Ich bin mir ziemlich sicher. Kevin Bach hat es gesagt einmal und danach hat es dann jeder verwendet. Wahrscheinlich hört er einen Eintracht-Podcast. Liebe Grüße, Kevin. Wir müssen die Figur übrigens noch nachmachen. Ja? Machen wir noch. Weil ich nur sagen wollte, Hütter sagte ja, dass wenn alle drei vorne spielen, spielt er lieber mit zwei echten Sechsern. Und das ist halt verständlich, aber da kommt halt Spielrichter wie hier nichts mehr. Also wenn du da das habe ich seit Wochen. Rebic ist immer noch kein Zehner, meiner Meinung nach. Ja, aber trotzdem, Rebic, das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Weil ich finde, Rebic, hast du gemerkt, dass er diese Pause hatte und kommt jetzt mit Energie zurück. Ja. Und ganz ehrlich, dieses Selbstvertrauen zu haben, dass du eigentlich nochmal den Schlenker machst und dann das Tor erst erzielst, das war grandios. Ja, du hast bei Rebic ist derjenige, dem die Winterpause am besten getan hat. Auf jeden Fall. Du hast das Gefühl gehabt, der hing irgendwie komplett einmal an der Batterie in diesen 10 Tagen, wo irgendwie frei war. Und der braucht das halt für sein Spiel mehr als jeder andere im Spiel der Eintracht. Und das hast du am Samstag gesehen, weil für mich ist er tatsächlich trotz allem mit der wichtigste Spieler in dieser Eintracht-Offensive, weil der mit seiner Körperlichkeit tatsächlich, da basiert dieses ganze hütterische Spielsystem auch drauf, dass du einen hast, der mit diesem Tempo da permanent vorne drauf geht. Und diese individuelle Klasse dann im Endeffekt auch noch. Ja. Wir haben ja gesagt, okay, es war nicht alles gut, trotzdem will ich nochmal euch zurückhalten. Genau, nicht alles schlecht. Wir haben 3-1 gewonnen, das musst du auch erstmal schaffen. In die Rückrunde wieder zurückkommen nach der Winterpause, das ist für mich schon extrem wichtig. Wie geht's weiter? Die Eintracht hat Kritik an sich selbst geübt, das finde ich okay. Ist natürlich aber auch immer einfach nach dem Sieg dann zu sagen, naja, das war ich nicht. Also 3-1 kannst du dich locker hinstellen und sagen, das war nicht gut. Also da kannst du die Größe leichter beweisen. Trotzdem, wo muss es denn konkret besser werden? Ihr sagt alle, nö. Wo? Jetzt will ich euch festnageln. Spielerisch muss besser werden, das haben wir auch schon seit dem ersten Spieltag, glaube ich. Das ist gar kein neues Phänomen. Was aber noch ein Ding war, was mir auch aufgefallen ist, was auch die Spieler so ein bisschen angedeutet haben nach dem Spiel, dass sie nicht richtig fit waren. Also ich glaube, dass sie diese Reise nach Amerika, auch wenn es jetzt irgendwie Bobic und so alles so ein bisschen unter den Teppich kehren, dass sie das schon noch gespürt haben. Also klar, ist jetzt nicht schlimm, da irgendwie Jetlag hin und her, aber es ist schon anstrengender, nach Amerika zu fliegen, als irgendwie nach Südspanien. Oder das sind ja auch alles nur Menschen. Das eben. Wie bei uns auch. Aber Mittwoch zum ersten Mal hier wieder trainiert, dann hier ist es halt wirklich arschkalt. Das ist schon eine Umstellung. Da haben wir schon gemerkt, ein bisschen körperlich war es jetzt nicht so, wie es hätte sein können, glaube ich. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal Spielbewertung. Schön abgekämpft. Ich fange mal an. Ich habe nur eine Karte bekommen. Aber das ist das, was ich ohnehin gegeben hätte. Die klassische 5. Irgendwo mittendrin. Ich fand's wieder. 5 Punkte, wir haben 3-1 gewonnen. Vielleicht aber auch mittlerweile, was für Ansprüche die Leute gerade haben. Ich stehe zu diesen Ansprüchen. Freu mich. Ja. Ist so, 5 Punkte, Luft nach oben. Ja. Ich nehme und mach du. Na, ladies first. Okay, dann mach ich. Ich gebe eins besser als Phil. Ich sag, hätte ich einfach nie mehr. Ich nehme die 6, also weil fußballerisch war es einfach nicht gut. Viel, viel Luft nach oben, trotzdem gewonnen, ist natürlich auch ein Zeichen von Qualität. Du denkst immer nur an 6. So ist es. Wow. Okay, gut. Also dann nehme ich, mach mal weiter. Und zwar nehme ich die 7, also 6 plus 1. Immer nur an Sie. Ja, genau. Selbst ihm nichts mehr. Denn ich fand, die Eintracht hat zwar nicht optimal gespielt, darüber haben wir eben schon kurz gesprochen. Trotzdem finde ich, das sind 3-1 in der Beginn der Rückrunde schon eine stabile Angelegenheit ist. Und was mir gut gefallen hat, Einzelspieler konnten wieder glänzen. Ich fand, Da Costa hat gezeigt, dass er auch gut in die Rückrunde kommen kann. Allaire war für mich ein herausragender Spieler. Man kann den Wert dieses Spielers selten genug sagen. Der erste Kontakt von Allaire, der erste Kontakt ist ja oft der wichtigste, wie wir alle wissen. Was der für einen ersten Kontakt hat, da gibt es keinen Ball, der wegspringt. Egal, wo der hinkommt, den nehmen die alle an und leitet die weiter. Ja. So eine unfassbare Qualität. Deswegen würde ich sagen sogar, dass nicht Rebic der wichtigste ist, sondern Allaire. Mhm. Wahnsinnig finde. Oh ja. Sehe ich Allaire auch so, dass dieser Turning
Turning-Point war für mich das Nürnberg-Spiel, als du gemerkt hast, als er nicht drin war, hast du gemerkt, was dem Eintracht-Spiel fehlt, wenn er nicht da ist. Gar nichts. Nee, ist extrem wichtiger Spieler, finde ich super. Und ich bin sehr froh, dass er bei uns spielt, deswegen 7 Punkte. Basti, was sagst du? Ich habe auch 7 Punkte. Alter, wie viel heiße Äpfel hast du denn getrunken am Samstag? Nicht so viele, ehrlich gesagt, wie ich dachte, aber ich finde trotzdem, dass das ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man so ein Spiel, und wir haben es angesprochen, die waren müde, erstes Spiel, du weißt nicht, wo du stehst, Freiburg ist auch ein giftiger Gegner. Ja. Freiburg hat zu Hause Leipzig geschlagen, also es ist jetzt kein, das ist nicht Düsseldorf, und trotzdem hättest du mit dieser mittelmäßigen Leistung, die genau in dieselbe Mülltonne stecken können wie Düsseldorf, und auch 6-7-1 gewinnen können. Ja, ja. Und wenn die das wissen, und die wissen, wir fahren jetzt nach Bremen, das ist mit einer anderen Hausnummer, aber da hast du auch noch nicht verloren, also von daher, ich hoffe einfach, dass die Eintracht besser startet als jetzt im Sommer, und das sieht eigentlich ganz gut aus für dich. Ich finde, es war extrem wichtig, gegen Freiburg diesen Punkt jetzt mitzunehmen, weil diese 3 Punkte. Du hast jetzt das Polster, und dass diese Spiele kommen jetzt. Genau, wir werden ja demnächst noch Dortmund, das nächste Mal noch auf Bremen zu sprechen kommen. Aber dass du jetzt dieses enge Ding gewonnen hast, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und wenn sie sich das vornehmen, was sie jetzt selber gesagt haben, dann wird es umso besser. Ja, guck mal, du willst kein Alkohol trinken, Phil, hat nicht ganz funktioniert. Das haben wir uns alle 4 vorgenommen. Es sah aber auch so lecker aus. Sieht halt auch so schön aus. Das sieht so schön aus. Ja, schön. Schön sieht auch normalerweise sein Zedo aus, wenn ich sein Instagram-Kanal. Also, er postet ja immer fleißig schicke Fotos. Jetzt hat er ein Foto gepostet, dass er schon in Mexiko ist, bei Tigres. Für uns ein bisschen eine schwierige Situation. Innenverteidiger verlässt uns kurz nach Rückrundenbeginn. Was sagt ihr dazu? Ich muss sagen, also fußballerisch kein Verlust. Danke. Es sind noch 5 Innenverteidiger da, was nicht reichen könnte insgesamt. Ja. Aber also, ganz ehrlich, wenn du für den das Geld kriegst, also wenn es mindestens 5 Millionen sind, es wird jetzt spekuliert zwischen 5 und 10 Millionen, ich habe keine Ahnung, aber wenn es 5 Millionen sind, super. Ey, ganz im Ernst. Alles gut. Darüber reden wir gleich. Investieren, alles gut. Aber darüber reden wir gleich. Aber ganz ehrlich, wenn ihr sagt, er ist spielerisch kein Verlust, ihr habt dann alle so die letzten 3 Spiele vor der Winterpause im Blick. Ja. Ganz ehrlich, der war in der letzten Saison, war derjenige, 20 Spiele hat er gemacht, nur 7, und ich glaube, warte mal, ich muss mal nachgucken. Statistik machen. Ja, nein, das ist so. Jetzt habe ich nämlich extra nachgeguckt, weil ihr nämlich alle sagt, dass er so schlecht gespielt hat. Die männlichen Regeln. Ja, da hat er bei 20 Spielen, die er gemacht hat, hat die Eintracht 6-mal verloren. 14 Mal hat er nicht gespielt, der Eintracht hat 7 Mal verloren. Die Eintracht war definitiv konstanter mit ihm als ohne ihn. Er hat eine WM gespielt, die war echt ordentlich. Und wenn ihr mir jetzt kommt und sagt, du hast das entscheidende Wort gesagt. Das ist genau der Punkt. Das entscheidende Wort gesagt. Wer ist denn der Satz? Fallett und Russ? Warte mal, warte mal. Das ist genau. Du hast das entscheidende Wort gesagt. Der hat eine ordentliche WM gespielt. Das ist ein ordentlicher Verteidiger. Das ist richtig. So. Und Russ ist nur ein ordentlicher Verteidiger. Und Fallett ist auch so ein Marco Russ ist fußballerisch eine Klasse besser als Carlos Salcedo. Und vom Kämpferischen her ist Fallett auf Augenhöhe mit Salcedo. Und ich habe Salcedo, der war fast die komplette Hinrunde verletzt. Ja. Habt ihr einmal gedacht, oh, Mensch, den Salcedo, den vermisse ich aber gerade. Ja, aber ich habe immer bei Indica und Abraham gespielt, habe ich genau das gemacht. Ja, aber Indica hat ja alle Spiele gemacht zum Beispiel. Also der Unterschied zum letzten Jahr ist halt, dass Indica halt jetzt da ist. Ja klar, und von daher, klar brauchst du einen Ersatz jetzt für den, finde ich, aber an sich ist es nicht schlimm, dass der weg ist. Richtig. Nee, weil du aber da hast du den entscheidenden Punkt angesprochen, wenn ein Ersatz kommt. Wenn man aber sagt, Russ und Follett, das ist ja genau das sehe ich nämlich nicht so. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, denn ich, für mich ist, der kann wechseln. Ist okay, wenn wir Geld bekommen und wenn wir einen neuen bekommen. Mehr Geld, aber als dieser Automat uns gibt. Genau, aber ich habe halt wirklich keine Lust, dass wir nur mit Russ und nur mit Fallett in die Rückrunde gehen. Das ist mir zu wenig. Weil ich genau Russ weiß, Fallett, du hast Abraham, du hast einen Dicker, du hast Hasebe. Ja, aber ich weiß, wie es kommt. Aber ganz ehrlich, Abraham war ein paar Mal verletzt. Wer weiß, wie weit ein Dicker noch gehen kann. Irgendwann wird er auch mal verletzt. Also das ist ein Sicherheitsmensch, der wahrscheinlich gern 8 Innenverteidiger im Kader. Kannst du deine 8 Bausparverträge auszahlen und davon 9 Innenverteidiger? Alter, wenn ich die Bausparverträge mal auszahlen kann, dann bin ich aber nicht mehr hier. Da kannst du davon ausgehen. Also, was aber auch ein Ding ist, der könnte theoretisch ja auch rechter Verteidiger spielen. Ja. Könnte er auch, hat er manchmal gemacht. Wer? Wir erinnern uns alle, Salcedo. Ja. Am Anfang der Saison hat er Viererkette rechter Verteidiger gespielt. Ja. Und da gibt es halt gar keinen. Da muss einer her. Also, dein Einsatz, wer muss kommen? Mbabu. Danke. Alter. Die Frage ist aber, warum geht denn Salcedo? Das ist eine gute Frage. Das kannst du vielleicht erzählen. Also ich habe gehört, der hat ein paar Probleme neben dem Platz. Das habe ich auch gehört. Ich sag mal so, die Eintracht hat ja eine gewisse Historie mit Spielern, die über ein etwas... über ein exzessives Privatleben verfügen. Das war damals mit Mo Idrissouso. Dann war Carlos Zambrano, auch ein Carlos. Ja. Und auch der Sportskamerad Salcedo, dem wird nachgesagt, dass er einen extrem unruhigen Docht am Körper trägt.
Und deswegen sind es vor allen Dingen wohl private Probleme oder private Gründe, die den Abflug familiär, wenn man es positiv formulieren will. Unbestätigen die Gerüchte, wir sind hier nicht bei 93. Aber ich glaube, das ist wenigstens ein Grund, warum man dann wechselt. Ne? Und ich denke, wenn wir 5 Millionen für den bekommen, wäre das jetzt auch nicht so schlecht. Ich weiß halt nicht, wie die mexikanische Liga so mit Geld hantiert, das kann ich nicht sagen. Auch noch gehen. Von daher, wir haben jetzt 6 Leute, jetzt sind 5 weg, 6 wird noch gehen. Ja. Da holen die auf jeden Fall. Sag mal, Reinhard, was ist denn los mit dir? Hoffentlich ist das ein Zeichen. Herr Grimmel muss mal an seiner Einstellung arbeiten. Gut, das finde ich aber, ich kann insofern mitgehen, wenn wir sagen, okay, dafür kommt ein Ersatz, da sind wir uns alle einig. Ist das richtig? Die Frage ist aber, ist dieser Ersatz in Babu denn? Das ist ja die Frage. Wenn du jetzt wirklich die beiden tauschst, dann hast du diese Vakanz, die wir beide zumindest sehen, nicht geschlossen. Also angeblich? Weil es gibt viele Leute, die sagen, in Babu, der kann auch Innenverteidigung spielen. Ich wollte es gerade sagen. Also ich sag mal so, wenn wir einen Babu bekommen, jemand, den der Trainer schon kennt, und wir dann sagen, wir lassen diese Vakanz in der Innenverteidigung, weil zur Not kann das ausspielen, auch wenn das nicht meine gewünschte Idee ist, denn nur weil er mal 2 Spiele vor 4 Jahren als rechter Innenverteidiger gemacht hat, ist er kein toller Innenverteidiger. Naja gut, ich würde sagen, dafür haben wir es jetzt. Haben wir immer noch nichts gewonnen da? Nein, immer noch nicht. Also, okay, dann in Teil 2 werden wir thematisieren. Das Spiel der Eintracht gegen Bremen. Es gibt so ein bisschen einen Hype, weil die beiden müssen ja noch gegen den Elfmeter schießen. Und wir haben in der nächsten Folge die dicken 3. Macht's gut, bis dann. Gute.